Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen eine weitere New Super Mario Bros. U Herausforderung. Heute, ich glaube, es ist die 28. die wir jetzt vor uns haben. An der Stelle mal eine ganz kurze Frage an alle. Wie viele Herausforderungen gibt es eigentlich? Ich habe keinen Schimmer. Weiß die gar nicht, was ich mir hier vorgenommen habe, aber na gut, okay, 28 ist super, das bedeutet nämlich, dass ich jetzt schon fast einen Monat wieder konstant hochlade, dieses Projekt, das ist der Wahnsinn, na gut. Heute diverse und so, sei gut zu Giganten, erreiche das Ziel, ohne Gegnern Schaden zuzufügen. Achtung, hast du Gegnern dreimal wehgetan, endet die Herausforderung. Achso, oh, das ist doch niedlich. Wir dürfen niemandem Schaden zufügen, oh Putzi-Putzi-Gegner. So, wo sind meine kleinen Putzi-Putzi-Gegner? Ich darf euch keinen Schaden zufügen. Absolut keinen Schaden. Ich füge euch keinen... Ich hab mich gefügt. Moment, das machen wir jetzt mal ein bisschen anders. Ich glaube nämlich, dass wir das mal... Na ja, genau, dass wir das genau bitte nochmal so machen. Dankeschön, das ist super herrlich. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde da oben stehen bleiben oder so und dann hoffen, dass, die halt irgendwann so weit gelaufen sind, dass ich... Aber das dauert doch. Und ich wette, das ist nicht richtig. Ich wette, man sollte das nämlich eigentlich... Aber, na gut, jetzt ist... Auch egal, ach, man braucht einfach nur... Ja, man braucht einfach nur ein bisschen Anlauf. Ach, ist doch scheiße, ist das. So schnell kann sich etwas Schnupsiges zu etwas Beschissenes entwickeln. Ja, ich hoffe, ihr habt alle aufgepasst. Ja, das war sehr lehrreich, Hering. Ja, du fällst runter. Oh Gott. Okay, wir haben den Anfang geschafft. Der Anfang, das war das Schwierigste von allen, das wissen wir alle. Moment, ich darf dir nicht wehtun. Ich darf aber Münzen sammeln. Ja, das hättet ihr nämlich, also, ne, fast gedacht und so, dass ich das nicht wüsste, aber... das war dumm. Das war sehr dumm. Ich hätte von dort oben gleich, aber... Vielleicht geht es auch so. Ja, es geht so. Und das hier geht... Oh Gott, warum? Warum? Warum macht ihr sowas mit mir? Warum? Ich möchte dir nicht wehtun. Oh Gott. Ich möchte auch dir nicht wehtun. Ich möchte einfach nur hier durch. Top, top, top. Oh Gott. Nein, ich möchte euch allen nicht wehtun. Bitte geh weg. Nein. Geht mir aus dem Weg. Piranha-Pflanzen kann ich sowieso nicht wehtun, von daher lassen wir das mal. Also bis hierhin war es aber schon mal ganz gut, oder? Da springen wir jetzt nämlich mal hier so rüber. Und hier... Was? Was? Der Bude! Oh, tatsächlich, es geht. Ja. Ja, Moment. Moment, der Goomba, der fällt da jetzt runter. Und die Koopa-Schildkröte macht nix. Und die Piranha-Pflanze macht hoffentlich auch nix. Und dann geht das so. Ach Gott, oh Gott, Gott. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich mir besonders viel... Nee, der Gigantogarten war doch gar nicht... Also okay, doch, er war lang. Er war gigantisch lang. Aber jetzt auch nicht so extrem lang. Von daher, ich glaube, da sind meine kurzen Verweilpausen da noch einigermaßen vertretbar. Zumindest bis hierhin war das alles schon mal super. Hier oben brauche ich niemandem wehtun. Ach Gott. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, das war nämlich einfacher als gedacht. Gut. Da sind schon ein paar knifflige Sprünge drin, zugegebenermaßen. Aber wenn man sich Mühe gibt, wenn man einfach mal Rücksicht nimmt. Ich finde, das ist ein sehr schönes Motto für dieses Video. Nehmt mal mehr Rücksicht auf eure Umwelt. Nehmt mal mehr Rücksicht auf die Gegner, auf die ihr tagtäglich trefft. Versucht mal, eure Gegner nicht zu treffen, sondern weicht ihnen einfach nur aus, durch gezielte Sprünge und ähnliches und ähnlichem, dann, dann ist unser aller Leben hoffentlich bald viel besser und so. Mehr Rücksicht auf alles, ich propagiere dies an der Stelle. Ich hoffe, ihr macht alle mit. Gut, das war, wie gesagt, die 28. Prüfung. Beim nächsten Mal geht's weiter mit, keine Zeit zum Krabbenpoolen, Zeitattacke. Mache ich aber nicht mehr heute, weil jetzt habe ich heute wieder 4 New Super Mario Bros. U Herausforderungen geschafft. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Schnitt, wenn man einmal am Tag irgendwie 4 so Herausforderungen schafft. Und ja, dann sind wir jetzt mittlerweile nur noch in der 3-Sterne-Region angekommen, ne? Ja, 3 Sterne, 3 Sterne. Hier geht's ja... Oh, das ist
Ah, wir haben hier One-Up-Rally auch sogar nur noch zwei Prüfungen, das ist der Wahnsinn. Tanzt die Maxi-Gumba-Reihe und dann Luftgaleeren, Schnu-Schnu und dann irgendwie hier geht's so weiter und da so und dort so und überhaupt und so. Und das wird noch witzig. Das wird noch sehr, sehr witzig. Jo, ja, Hering, das wird noch so witzig. Ich krieg jetzt schon die Krise. Na gut, ich war der Heringway. Das war New Super Mario Bros. U. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir, wie gesagt, Krabbenpoolen gehen. Ach nee, wir haben dann ja keine Zeit zum Krabbenpoolen. Aber wir gucken uns an, wie andere Leute vielleicht Krabbenpoolen oder so. Ich weiß nicht genau. Ich sag für den Moment dann einfach mal tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.